Wie ist die Stimmung gerade? Hervorragend. Geil. Froh, drüben zu sein. Ja, es ist eine Riesenerleichterung und ich freue mich einfach, dass er jetzt da ist und dass er gesund da ist und dass ja, sein Kollege wieder auch gesund ist und einfach, ja, einfach Glück, Glück und Dankbarkeit vor allen Dingen auch, dass alles doch für uns ein glückliches Ende gefunden hat. Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht, erleichtert. Das ist eigentlich alles. Für mich war eigentlich schon die Erleichterung, da wo man sieht, oder Akita hat es quasi, wo man verlassen konnte mit dem Flieger, war eigentlich schon die Erleichterung da, nach Seoul, einfach weg von Japan. Wenn man eigentlich in Japan hast, kriegst du eigentlich gar nichts mit, was eigentlich los ist. Du hörst nur Tsunami, aber von den Kernkraftwerken oder so bekommst du gar nichts mit. Kannst du mal schildern, wie war das eigentlich, der Moment, als die Erde gebebt hat? Wo warst du da? Wo hast du dich befunden? Wie hast du das erlebt? Ich war in 8 Meter Höhe auf dem Christ, auf dem Baukrist. Und ja, wo das Beben angefangen hat, dachte mir eigentlich nur, das ist ein Scherz von den Freunden, die unten sind, die ab und zu mal die Scherzle gemacht. Aber wo es dann nicht aufgehört hat, bin ich einfach runter. Und dann ist einfach auch das Laufen schwer gefallen. Das war wie wenn nur einer den Boden wegzieht. Ich habe mich dann bloß hingesetzt auf den Boden und habe gesehen, dass die Leute alle von der Baustelle wegspringen. Und es hat einfach auch gar nicht mehr aufgehört. Es war 3, 4 Minuten, wo der Boden bebt hat, wo LKWs angefangen haben zu wackeln. Wo eigentlich, das kannst du, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das war unbeschreiblich. Und danach, was war dann? Kam dann die Tsunamiwelle oder? Nee, danach war erstmal Tsunami-Warnung. Und dann muss man die Baustelle verlassen, sind wir alle runter ins Office. Und dann haben so die meisten Leute dann gesagt, irgendwann so jetzt, die meisten müssen heim, weil die wohnen alle an der Küste. Und dann sind die gegangen und wir haben dann irgendwann gesagt, gut, Baustelle ist beendet, geht ins Hotel. Und dann sind wir ins Hotel. Das heißt, von der Tsunamiwelle hast du gar nichts mitgekriegt? Nee, mindestens erst dann praktisch 4, 5 Stunden später, wo wir dann im Stau noch gestanden sind, ins Hotel, hätten wir das über den Fernseher mitgekriegt, den wir im Auto hatten, dass da halt eine Welle kommt. Aber genaue Bilder oder sowas hast du nicht mitbekommen. War auch Strom weg, also wo wir dann im Hotel waren, du hast keinen Fernseher gehabt. Wir durften 4 Stunden das Hotel gar nicht betreten, wegen Einsturzgefahr. Das war natürlich auch das größte Erdbeben seit, glaube ich, 140 Jahren jetzt. Und dann waren zwei Tage hin, mir kein Strom geht, kein Wasser, war eigentlich Ausnahmezustand. Warum hat man da bei euch von der Tsunamiwelle gar nichts mitgekriegt? Weil wart ihr auf einer Anhöhe, auf dem Berg? Kann ich das vielleicht kurz beschreiben? Ja, also wir sind von der Küste ungefähr 6 Kilometer weg, weh, hinterm Berg. Richtig Sicht in die Stadt hast du von da aus gar nicht. Und so die Medien, selbst wenn sie es wahrscheinlich gebracht hätten, da wird alles so, wie soll man sagen, die geben nur das raus, was sie wollen. Was unbedingt. Ja, ich meine, Tsunami-Warnung war, das wird bei denen übers Handynetz durchgegeben, wird kleiner Funk, kleiner Piepton, dann wissen sie Tsunami-Warnung und dann müssen die halt weitersehen. Also das heißt, ihr hattet Glück, weil ihr auch auf einem Berg wart, dass ihr Ja. gar nicht von der Tsunamiwelle erwischt worden seid. Ja, so kann man sagen. Ich meine, die Welle kam mit 10 Meter Höhe und die meisten Leute, denen zwar ein Schutzwall, aber der ist anscheinend bis 1,5 oder 2 Meter hoch. Und somit kam die Welle eigentlich, die kam, so wie wir mitbekommen haben, einen Tag später, war die Welle 2, 3 Minuten nach dem Erdbeben war die da. Hast du dann später noch die Ausmaße gesehen von dem Tsunami? Was ging dir da durch den Kopf? Oh, da geht eigentlich gar nichts mehr so durch den Kopf. Da musst du eigentlich bloß nur denken, da hoffentlich sind da viele weggekommen. Du hast nur gesehen, übers Fernsehen, dass da echt eine Walze aus Holz und Wasser übers Land rauscht, über die Reisfelder direkt an der Küste. Also, mir fehlen die Worte, weil meine ganzen Arbeitskollegen, wo ich da Freunde gefunden habe, die wohnen an der Küste und die habe eigentlich nur einen übers Fernsehen jetzt gesehen, dass er am Leben ist und von allen anderen weiß ich jetzt nichts. Also wir sind mal von 50.000 ausgegangen, nur an der Küste von Sendai. 1,5 Kilometer bebaut. Also du warst nur 6 Kilometer weg von der Tsunamiwelle. Ja. Es,
Ja, gerade fehlen die Worte dazu. Wie, und wenn man dann, also ihr seid da ja wahrscheinlich dann durch oder musstet ihr da durch? Was nee. Nee, durch mussten wir nicht. Wir sind 6 Kilometer ungefähr das Hotel entfernt. Ist von der Stadtmitte ungefähr 12 Kilometer weg. Somit sind wir immer weiter weggefahren. Aber du, über Fernsehen, du kriegst ja nichts mit. Also wir sind eigentlich, wir waren zwar in Japan, aber wir haben von der Welle absolut nichts mitbekommen. Also das heißt, das Ausmaß der Zerstörung, das Bild hat sich so dir auch gar nicht geboten? Nee. Das ist alles nur nach den Tagen, wo wir dann am Samstagabend einfach gesagt haben, wo wir mitbekommen haben über Deutsche, über Übersetzerin, die Deutsch konnte. Die haben uns gesagt, entweder geht er jetzt oder bleibt hier, weil die Ausmaße, gerade wegen dem Kernkraftwerk, das können sie nicht mehr überschauen. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir. Und während der Fahrt weg von Sinda haben wir eigentlich dann erst mitgekriegt, was da eigentlich alles los war. Wenn du jetzt die Bilder hier siehst, was da passiert ist, Was denkst du da jetzt? Ich hoffe, dass meine Arbeitskollegen da alle rausgekommen sind, dass sie ihre Familien findet. Das ist eigentlich das Einzigste. Und schau, dass du wahnsinnig viel Glück gehabt hast. Ist dir das schon bewusst? Nee, bewusst ist mir das noch nicht. Ich denke einfach mal mit dem Glück, dass wir einfach so weit weg waren, dass die Baustelle so weit weg ist von der Küste und dass das Hotel einfach, dass wir nicht ein Hotel gehabt haben, wo es Sendai Stadt war oder Sendai Küste, sondern wo einfach außerhalb war. Das war eigentlich das Glück, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Kannst du ganz kurz von der Flucht noch erzählen? Wie war das dann? Also wie kam es überhaupt dazu und wie bist du aus dem Land dann wahrscheinlich auch rausgekommen? Also die Flucht kam eigentlich dort dazu. Wir haben im Hotel zwei Deutsche kennengelernt, die eine Übersetzerin haben, die einfach Deutsch konnte. Und dann haben uns gesagt, okay, Kernkraftwerke sind teilweise zerstört, wir müssen hier weg. Die Strahlung freigesetzt und dann habe ich gesagt, gut, mir ist das egal, was jetzt noch kommt, ich will einfach weg, habe meine Arbeitskollege Bescheid gesagt und dann sind wir dank der Übersetzerin, die unser Navi programmiert hat, weil das nur Japanisch, auf Japanisch geht, also nicht Englisch, gar nichts, und dann sind wir auch Richtung Sapporo, zuerst mal Hanamaki, das wäre der nächstgelegene Flughafen gewesen, da sind wir hingefahren und war eigentlich gesperrt, weil der selber teilweise zerstört war. Und dann sind wir laut Botschaft, die haben uns gesagt, wir sollen nach Sapporo ausweichen. Da sind wir ein Stück weit gefahren, aber der Sprit hat nicht mehr gereicht. Und die Spritausgabe war auch so, also du kannst nur 16 Liter Diesel bekommen. Und dann sind wir so nach 60 Kilometer wieder umgekehrt, Richtung Hanamaki wieder. Und dann hat unser Übersetzer, wo wir da unten haben, vom LIP, der hat uns dann gesagt, wir sollen doch nach Akita fahren. Da ist ein Flughafen, der ist jetzt geöffnet, weil der Tokio-Flughafen überfüllt ist, geht nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, gucken wir, dass wir da hinkommen. Und wie war das mit der Infrastruktur? Also die Straßen, haben die überhaupt noch, gab es überhaupt noch Straßen, die ihr gut befahren konnte, dass ihr so zum Flughafen konntet, oder? Ja, die Straßen waren eigentlich hervorragend. Wir konnten eigentlich gut durchfahren. Was denkst du denn jetzt, wenn du weißt, dass die Atomreaktoren und so, denkst du, du bist auch mit dem, also, dass du einen guten Schutzengel gehabt hast? Ja, denke ich schon, dass man einen guten Schutzengel hat. Wenn man auch gut reagiert, wenn man wahrscheinlich eine Nacht länger geblieben wäre, wäre es anders ausgegangen. Dann wären wir vielleicht nirgends mehr hingekommen. Und so, muss ich froh sein, dass ich rausgekommen bin. Warst du eigentlich schon beim Arzt? Nee. Morgens, das Erste, was ich mache, zum Arzt gehen. Gut, aber wir waren in Akita 400 Kilometer Luftlinie davor weg. Und sonst, wo es das mit der Wolke bekannt war, ist, waren wir schon.